Hallo, in dieser Aufgabe geht es um die Bestimmung der Verbrennungsenthalpie und der Berechnung von Bildungsenthalpie. Zuerst erkläre ich ein bisschen was zur Theorie, danach zur Verbrennungsenthalpie an sich selber und danach widmen wir uns der gestellten Aufgabe in drei Teilen. Im ersten Teil die Verbrennungsenergie Delta U, im zweiten Teil die Verbrennungsenthalpie Delta C und im dritten Teil zuletzt dann die Bildungsenthalpie. So, was ist überhaupt Enthalpie? In unserem Schaubild hier haben wir ein System, hier in diesem Bereich, beispielsweise Luft. Und hier ist das so, nehmen wir an, wir hätten einen konstanten Druck und führen jetzt in dieses System Wärme ein. Da sich die Luft jetzt nun bei Erwärmung ungehindert fortbewegen kann, also eine Art auch Arbeit nach oben leisten kann, wie man hier an dem bewegten Gewicht sieht, ist das Problem, dass die innere Energie nicht mehr gleich der zugeführten Wärmemenge. Das heißt also, wenn ein System bei konstantem Druck sein Volumen ungehindert ändern kann, kann bei Zufuhr einer Wärmemenge ein Teil davon als Arbeit wieder an die Umgebung abgegeben werden. Hier in dem Beispiel, die Platte mit dem Gewichtsdrop bewegt sich nach oben. Jedoch ist natürlich dann die Energie, die darin herrscht, die innere Energie, natürlich weniger, weil natürlich ein Teil der Energie, die durch Wärme erst reingepumpt wurde, natürlich weniger, weil sie auch Arbeit nach oben geleistet hat, hier die Hubarbeit. So, um die Rechnung später zu verstehen, müssen wir noch klären, wie überhaupt man Enthalpien oder Verbrennungsenthalpien bei chemischen Reaktionen messen kann. Dazu benutzt man am besten ein Kalorimeter. Wir haben jetzt hier einen ganz simplen Aufbau, einfach eine Außenisolierung, eine Luftisolierung, damit die Wärme nicht entschwinden kann vom System. Dann hier in der Mitte komplett ist ein Wasserreservoir mit einem Rührer, was halt den stetigen Durchfluss der Wärme quasi garantieren soll. In der Mitte befindet sich jetzt ein Behältnis mit reinem Sauerstoff. Das soll einfach den Bedarf an Sauerstoff der chemischen Reaktion komplett decken. Eine verbrennbare Substanz ist hier noch enthalten und die elektrischen Zündräte, damit die Reaktion auch gestartet werden kann, wenn nötig. So, und jetzt ein Beispiel zu einer Verbrennungsenthalpie. Hier haben wir dann Wasserstoff und Sauerstoff. Und ja, jetzt findet hier eine Reaktion statt. Eine Verbrennungsreaktion, natürlich mit Sauerstoff, wird dann zu Wasserstoff. Und wir sehen hier, Delta H beträgt dann minus 286 Kilojoule pro Mol. Ja, was sagt uns das Minus hier jetzt bei der Reaktion? Das heißt, wir gewinnen Energie. Und wenn wir Energie gewinnen, dann wissen wir, dass die Reaktion von selber stattfindet. Das heißt, wenn wir das tun, ist es eine exotherme Reaktion, es wird wärmer und müssen da keine Energie reinstecken, damit das passiert. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Verbrennung von Methan. Hier entsteht aus Methan, wieder mit Sauerstoff, CO2 und Wasser. Und wir sehen hier, dass die Energieausbeute von der Reaktion wesentlich höher ist hier als bei Wasserstoff. Jetzt die eigentliche Aufgabe. In einem Kalorimeter werden bei konstantem Volumen 771 Milligramm Diphenyl in Sauerstoffüberschuss zu Kohlenstoffdioxid und flüssigem Wasser verbrannt. Die Temperatur des Kalorimeters erhöht sich dabei von 25 Grad Celsius auf 28,1253 Grad Celsius. Berechnen Sie die Verbrennungsenergie Delta U, die Verbrennungsenthalpie Delta H sowie die Bildungsenthalpie HB von Diphenyl. Und zuletzt sollen wir noch die Bildungsenthalpie von Diphenyl aus den Bildungsenthalpien abschätzen. Zu Anfang habe ich erstmal die Reaktionsgleichung aufgestellt aus der Aufgabenstellung. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann zu berechnen, wie sich die Temperatur verändert hat. Von dem Anfang, wo noch keine Reaktion passiert ist, und zum Ende hin. Man sieht hier, wenn man jetzt Delta T berechnet, dass die Temperatur sich um 3,1253 Grad Celsius oder beziehungsweise Grad Kelvin erhöht hat. Da wir jetzt den Temperaturunterschied ermittelt haben, welcher sich im Kalorimeter eingestellt hat, können wir jetzt damit auch dann die
Wärmemenge berechnen, die jetzt an die Umgebung abgegeben wird. Das machen wir über Delta T mal 10. 10 ist jetzt hierbei eine Konstante. Das ist der spezifische Wärmewiderstand des Kalorimeters. Der beträgt 10 Kilojoule pro Kelvin. Ja, und ausgerechnet gibt das jetzt 31,253 Kilojoule Wärme, die an die Umgebung abgegeben worden ist. Da wir eben jetzt errechnet haben, wie viel die Umgebung an Wärme aufgenommen hat, können wir jetzt einfach berechnen, dass die Wärme, die an die Umgebung abgegeben worden ist, gleich minus der Wärme ist, die in den Systemen nach der Reaktion in der Theorie frei geworden ist. Das ist dann minus 31,253 Kilojoule. Das ist jetzt unser Delta U. Um auf Delta CU zu kommen oder Delta RU, das ist beides dasselbe. Das R steht für Reaktion, das C für chemische Reaktion, ist also beides dasselbe. Müssen wir unser Delta U geteilt durch die Stoffmenge rechnen, die unser Stoff besitzt. Das Diphenyl stand in der Aufgabenstellung, hat ein Gewicht von 771 Milligramm. Das müssen wir einfach geteilt durch die Molmasse aus dem Periodensystem teilen und haben dann schon die Stoffmenge von 4,9997 Millimol raus. Im nächsten Schritt teilen wir dann einfach unser Delta U mit der errechneten Stoffmenge. Also hier die minus 31,253 Kilojoule geteilt durch 4,999 mal 10 hoch minus 3 wegen Millimol. Kommen wir dann auf minus 6251 Kilojoule pro Mol. Das ist jetzt unser Delta U, beziehungsweise Delta CU, unsere Verbrennungsenergie, die quasi die Reaktion da freigesetzt hat. Das war jetzt der erste Teil der Rechnung. Der zweite Teil dreht sich um die Verbrennungsenthalpie, Delta CH. Dieses Delta CH oder auch Delta RH, das berechnen wir, indem wir Delta RU plus R mal T mal Delta RNG rechnen. Dieses Delta RNG sind einfach die gesamte Stoffmenge der Produkte minus die gesamte Stoffmenge der Edukte. Hier unten steht nochmal die Reaktionsgleichung. Die Produkte hier auf der rechten Seite 12 Mol plus 5 Mol und hier auf der linken Seite die eben errechnete Stoffmenge von dem Diphenyl plus die 14,5 Mol vom Sauerstoff. Das macht dann insgesamt minus 2,5 Mol pro Mol. Das habe ich jetzt hier eingefügt. Das soll halt heißen Mol pro Formelumsatz. Einmal diese Formel umgesetzt. Mit unserem eben errechneten Delta RNG können wir jetzt da schon den ersten Teil der Gleichung ausrechnen. Der heißt R mal T mal dem eben errechneten Wert. R ist hierbei die allgemeine Gaskonstante. 8,314 Joule pro Kelvin mal Mol mal die Temperatur 298 Kelvin. Das entspricht dann 25 Grad Celsius. Das ergibt minus 6193,93 Joule pro Mol. Und das ist minus 6,19393 Kilojoule pro Mol. Hier nochmal unsere Anfangsgleichung. Wir brauchen hier unsere Delta RU, das wir eben berechnet haben, und einmal diesen ganzen Packen hier, den haben wir hier gerade eben berechnet. Und das ist dann minus 6251 Kilojoule pro Mol plus minus 6,194 Joule pro Mol gerundet. Das ergibt dann noch ein klein bisschen mehr Energie als Delta U, wie man hier sieht. Und zwar minus 6257 Kilojoule pro Mol. So, jetzt zum dritten Teil der Aufgabe. Hier Enthalpie berechnen. Ja, hier erstmal die etwas komisch aussehende Gleichung. Wir suchen die Standard, das Null hier oben, Standardbildungsenthalpie von Diphenyl. Die ist definiert als minus Delta CH von Diphenyl, das haben wir eben berechnet, die Verbrennungsenthalpie, plus die Summe von den Standardbildungsenthalpien der Produkte, in dem Falle, oder der Komponenten. Hier in dem Falle 12 mal CO2 plus 5 mal H2O. Einfach die
Standardbildungsenthalpien bei 25 Grad oder 298 Kelvin eingesetzt, kommen wir auf 6257 Kilojoule pro Mol plus minus 6151 Kilojoule pro Mol. Und das ergibt dann 105,9 Kilojoule pro Mol. Was sagt uns dieser Wert jetzt? Es ist ja hier ein positives Zeichen. Das heißt, dieses Diphenyl, da müssen wir Energie reinstecken, um das aus 5 CO2 und 5 Wasser bilden zu können. Das heißt, das wird sich niemals freiwillig einfach so zu Diphenyl umsetzen. Da müssen wir halt Energie reinstecken. Als letztes jetzt die atomaren Bildungsenthalpien. Einfach nur, um mal gegenüberzustellen, atomaren Bildungsenthalpien zu den Bildungsenthalpien, die wir eben berechnet hatten. Und wie viel die sich hier unterscheiden. Ja, als erstes hier nochmal unser Diphenyl. Dann stellen wir mal die Gleichung auf für die Bildungsenthalpien, für die atomaren Bildungsenthalpien. 12 mal das Kohlenstoff plus 10 mal das mit Wasserstoff. Delta BH sind halt die Standardbildungsenthalpien wieder. Vom Kohlenstoff im gasförmigen Zustand, beziehungsweise vom Wasserstoff im gasförmigen Zustand. Hier die 718,38 und die 217,94. Das sind alles Tabellennachschlagwerte. Kann man in ihren Tabellen finden. In Kilojoule pro Mol. Und das gibt dann 10.799,96 Kilojoule pro Mol. Um auf die atomaren Bildungsenthalpien zu kommen, brauchen wir jetzt noch eine zweite Rechnung. Denn atomare Bildungsenthalpien setzen sich zusammen aus Bildungsenthalpie und Summe der Bildungsenthalpien der Atome. Hier die einzelnen Energien, die in Bindungen stecken. Also einmal die CH-Bindung, die CC-Bindung und einmal die Doppelbindung. Die Werte hier unten, die habe ich aus der Aufgabenstellung entnommen. Da wir in dem Diphenyl 10 CH-Bindungen haben, 7 CC-Bindungen und 6 Doppelbindungen, komme ich auf diese Werte hier. Und einfach eingesetzt, die Werte hier unten in die Gleichung hier oben, komme ich auf minus 10.658 Kilojoule pro Mol, die in den Bindungen oder in den ganzen Diphenyl in den Bindungen steckt. Ja, also zusammengefasst jetzt, die atomaren Bindungsenthalpien entnehmen wir einmal der ersten Rechnung, also wo wir den Kohlenstoff gasförmig, die Standardbildungsenthalpien genommen haben und vom Wasserstoff gasförmig, minus jetzt den quasi der Energie, den die oder die Enthalpie, die jetzt in den Bindungen steckt, die CC-Bindung oder die CH oder die C-Doppelbindung. Und das ergibt halt 141,96 Kilojoule pro Mol. Man sieht daran auch, dass die atomaren Bildungsenthalpien ein wenig höher sind als die Enthalpien, die wir in der dritten Rechnung ausbekommen hatten. In der dritten Rechnung benutzten wir ja die Produkte, also CO2 und Wasser in der Rechnung, und hier sind wir wirklich auf die einzelnen Bestandteile zurückgegangen, und deswegen ist hier der Wert etwas höher als in der anderen Rechnung. Ja, das war's auch schon. Ich benutze zwei Grafiken, einmal die Links dazu und einmal die Hilfslektüre, habe ich in AdSense benutzt.